Eine Eisenstange zertrümmerte fast meinen gesamten Körper. Trotzdem wurde ich zu einer der berühmtesten Künstlerinnen der Geschichte. Ich bin Frida Kahlo, das ist meine Geschichte. Meine markanten Augenbrauen waren schon immer mein äußerliches Markenzeichen. Ich wurde 1907 in Mexiko, in Zeiten der mexikanischen Revolution, geboren. Seit meinem 6. Lebensjahr litt ich an Kinderlähmung, weswegen ich auch mit meinem rechten Bein hinkte. Wegen meiner Einschränkung wurde ich häufig in der Schule von meinen Mitschülern gehänselt. Dennoch ließ ich mich nicht unterkriegen. Ich hatte zwar nicht viele Freunde, dafür aber echte. Meine Mutter war Analphabetin und zwang mich und meine Geschwister jeden Tag in die Kirche zu gehen. Von meinem Vater war ich das Lieblingskind. Er führte mich in die Kunst des Fotografierens ein und lehrte mich, die Umgebung um mich herum genau zu beobachten. Ab 1922 besuchte ich die Escuela Nacional Preparatoria. Die Schule gehörte zu den besten Schulen Mexikos. Dort lernte ich auch den 20 Jahre älteren, berühmten Künstler Diego Rivera kennen, welcher später noch mein Ehemann werden sollte. Er wurde von der Schulleitung beauftragt, die Schule mit Wandmalereien zu verschönern. Während meiner Schulzeit hatte ich jedoch kaum Kontakt zu ihm. Im Alter von 18 Jahren sollte sich mein Leben dann für immer ändern. Als ich am 17. September 1925 in einem hölzernen Bus auf dem Weg nach Hause war, wurde ich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, welcher mich fast das Leben kostete. Der Bus, in welchem ich mich befand, kollidierte mit einer Straßenbahn. Eine Eisenstange durchbohrte meinen Unterleib und zertrümmerte mein rechtes Bein. Ich erlitt mehrere Brüche an der Wirbelsäule, dem Schlüsselbein und den Rippen. Der Unfall fesselte mich monatelang ans Krankenbett. Die Folge waren starke Schmerzen am gesamten Körper, welche mich mein ganzes Leben lang begleiteten. Die schwerwiegendste Folge war jedoch, dass ich nach dem Unfall nicht mehr in der Lage war, Kinder zu bekommen. Während meiner Genesung begann ich zu malen. Die Malerei wurde zu meiner Zuflucht und half mir, meinen physischen und emotionalen Schmerz auszudrücken. Meine Mutter ließ extra für mich eine spezielle Staffelei anfertigen, sodass ich in der Lage war, auch im Liegen zu zeichnen. Da über meinem Krankenbett ein Spiegel angebracht war, inspirierte mich dies, Selbstporträts von mir zu malen. Um meine Wirbelsäule zu stützen, musste ich oft Korsetts tragen, die entweder aus Leder oder aus Gips bestanden. Diese Korsetts wurden oft Teil meiner Selbstporträts. 3 Jahre nach meinem Unfall suchte ich Diego Rivera auf, um ihn nach einer professionellen Meinung zu meinen Kunstwerken zu fragen. Unsere Beziehung vertiefte sich schnell und wir verbrachten immer mehr Zeit miteinander. Trotz dessen, dass Diego bereits 2-mal verheiratet und 20 Jahre älter war, fühlte ich mich sehr zu ihm hingezogen. Er ermutigte und unterstützte mich, mit meinen Kunstwerken in der Kunstszene erstmalig Fuß zu fassen. Schließlich heirateten wir am 29. August 1929. Unsere Beziehung war sowohl stürmisch als auch kontrovers. Ich hatte mehrere Affären mit Männern als auch mit Frauen. Diego hatte ebenfalls mehrere Affären. Doch schließlich begann er eine Liebesbeziehung mit meiner jüngeren Schwester Christina, was mir mein Herz brach. Nach 10 Jahren Heirat ließen wir uns 1939 scheiden. Trotz unserer Probleme konnten wir nicht voneinander lassen. Wir versöhnten uns und heirateten 1 Jahr nach unserer Scheidung erneut. Ich malte die ganze Zeit weiter und hielt meine Gefühle in meinen Kunstwerken fest. Mit der Zeit verschlechterte sich mein Gesundheitszustand enorm. Mein Kunststil wurde allmählich in ganz Amerika bekannt. 1953 war es dann soweit. Trotz dessen, dass ich größtenteils bettlägerig war und ansonsten auf einen Rollstuhl angewiesen war, bekam ich meine erste Einzelausstellung in der Galleria Arte Contemporaneo in Mexiko statt. Meine Werke wurden zwar bereits in den USA und Europa ausgestellt, doch dies war meine erste Einzelausstellung in meiner Heimatstadt. Kurz vor Beginn der Ausstellung amputierte man mir Teile meines rechten Beins. Trotzdem war ich entschlossen, an der Eröffnung der Ausstellung teilzunehmen. Da ich mein Bett nicht verlassen konnte, wurde ich im Bett zur Galerie gefahren. Schließlich starb ich 1 Jahr später am 13. Juli 1954 an einer Lungenembolie. Meine Kunstwerke sind heute in Museen auf der ganzen Welt zu sehen und inspirieren weiterhin Generationen von Künstlern und Kunstliebhabern. Mein Leben war geprägt von Schmerz und Leidenschaft. Es ist aber auch ein Zeugnis für die Kraft des menschlichen Geistes und die unglaubliche Macht der Kunst.